Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 4.7.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, also als ich hier reingeschaut habe in den Shop, absoluter Wahnsinn. Ja, zum 4. Juli, das ist ja wirklich unfassbar, was hier alles geboten wird heute. Doppeltes Spiel, Feuerwerk, Beauftragte, Feuerwerk, neue Lackierungen. Da sind diese, der Patriotentrooper, die Patrioten-Rangerin ist wieder zurück. Ja, doppeltes Spiel und Patrioten-Rangerin, sehr beliebt, so wie es aussieht. Also habt ihr dann auch auf der Map ein paar Mal gefunden. Hab auch versucht, mit dem doppelten Spiel so ein bisschen anzubundeln. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Gameplay anzuschauen. Aber fangen wir einfach mal jetzt auf der rechten Seite an. Hier, Wunderkerze. Ist das nicht schön? Ist das nicht einfach wunderschön? Für 200 V-Bucks, die Wunderkerze geht von mir 10 von 10. Sparkler hat hier 3 von 5 bei 7 Votes. Am 3. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 19 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 185 Tagen, am 31. Dezember 2018. So, dann haben wir hier diesen Dreierstern. Geht von mir 7 von 10, das Teil. Das ist der Tristar. Und er hat hier 4,21 von 5 bei 14 Votes. Am 18. März 2019 sei es mal drin gewesen. 6 Mal seitdem 7 Reminders. Das letzte Mal vor 20 Tagen im Shop. Der Gage, den hatten wir gestern bereits drin. Könnt ihr ja nochmal in das Video reinschauen, ist jetzt oben in der rechten Ecke verlinkt. Einfach auf dieses i klicken. Und der Gage, den habe ich bis jetzt immer noch nicht auf der Map gesehen, hat hier ein Voting von 3,13 von 5 bei 8 Votes, nur 12 Reminders. So, dann haben wir eine Elektro-Shuffle, geht von mir 10 von 10 für 800 V-Bucks. Absoluter Kult-Emote. So, der Elektro-Shuffle hat ja ein Voting von 4,14 von 5 bei 58 Votes. Am 14. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 41 Mal, 98 Reminders. Das letzte Mal vor 18 Tagen im Shop. Ja, dann kommen wir eigentlich schon hier zu dem Patrioten-Trooper. Und der hat hier jetzt auch einen neuen Style. So habe ich ihn heute nicht auf der Map finden können. Weder so, noch so. Aber ja, sieht eigentlich irgendwo trotzdem ganz cool aus, das Teil, ne? Kriegt von mir 6 von 10. Dann hat hier ein Voting von 3,9 von 5 bei 21 Votes. Ja, am 3. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 29 Reminders. Letztes Mal vor 364 Tagen im Shop am 5. Juli 2018. Auf jeden Fall ein cooles neues Outfit. Ja, dann geht's weiter. Dann haben wir jetzt hier diese Fahnenwache. Finde ich persönlich ist nicht ganz so gut. Da ist der Klappspaten hinten dran. Also kriegt von mir für 200 V-Bucks, finde es jetzt nicht so toll, kriegt von mir 5 von 10. Das ist Braveback und Braveback hat hier noch nicht mal irgendein Voting bekommen. Oh, doch, jetzt ist was reingekommen. 3 von 5 bei einem Vote. Ja. Dann gucken wir mal hier unten rein, das ist diese Patrioten-Rangerin, die gibt es für 800 V-Bucks. Die ist mehrfach auf der Map heute gewesen, also ziemlich beliebt, ziemlich gut angekommen scheinbar. Ja, habe ich auch ein Gameplay dazu, auf jeden Fall. Ich finde, die sieht auch richtig gut aus. Also ich finde, die hat auch schon 7 von 10 verdient. Und gucken wir mal, wie sind denn da die Noten ausgefallen? Für Star Spangled Ranger haben wir hier ein Voting von 4,38 von 5 bei 37 Votes. Am 3. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 130 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 364 Tagen. Also schon ziemlich cool. Ja, auch hier jetzt gibt es dann diesen Rucksack dazu, den Sternenbanner-Rucksack. Auch den finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so prickelnd. Und der kriegt von mir 5 von 10. Das ist der Color Guard. Nein. Das Braveback. Das andere war Color Guard.
Ich glaube, ich habe die vorhin verwechselt. Sorry. Müssen wir mal ganz kurz hier reingucken. Also das hier ist Color Guard. Und da hat 4,5 von 5 bei 2 Votes. Und das hier ist Brave Bag. Und das hat 3 von 5 bei einem Vote nur. So, das sind diese beiden Rucksäcke von ihm. Ja, dann kommen wir hier zu dieser neuen Lucky. Oh. Ui. Ui. Für 500 V-Bucks. Ja, das ist ja mal cool. Na gut, da. Oh. Wie geil ist das denn? Ja, wir kriegen es halt nach wie vor nicht hin, das auf alle Waffen richtig geil darzustellen. Aber ja. Auch hier ein bisschen schade, weil hier sieht es eher so aus, als hätte das Quad, keine Ahnung, Elektroschaden oder so, ja. Aber hier sieht es echt cool aus, muss ich echt sagen. Also hier nicht so wirklich. Da sieht's cool aus. Naja, also auf jeden Fall ziemlich geil. Das Teil kriegt von mir 9 von 10. Und Fireworks hat hier auch ein Voting von 4,8 von 5 bei 5 Votes. Bis jetzt noch kein Reminder. 500 V-Bucks. Feuerwerk. Dann haben wir hier die Feuerwerksbeauftragte. Ihr wisst, ich halt von diesen. Auch wenn es meine Gattung ist, auch wenn es ein Bärchen ist und auch wenn ich ein Waschbär bin. Aber sorry, ich finde die so hässlich. Aber gut, zum 4. Juli jetzt mal kann ich dem Ding, weil es einfach ein Kultskin ist. Und weil der 4. Juli ist, kriegt es von mir jetzt mal ausnahmsweise. Aber das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ist eine Ausnahme, kriegt von mir 8 von 10. Also, aber das ist, kommt wirklich, also das ist einmalig jetzt in diesen ganzen, in meiner Videogeschichte, dass das Bärchen von mir 8 von 10 kriegt. Und da haben wir ein Voting von 4,28 von 5 bei 39 Votes am 3. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. Sechsmal seitdem 86 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 219 Tagen. Für 1500 V-Bucks. So, und jetzt kommen wir zu dem Blumendruck. Das finde ich persönlich jetzt nicht so wirklich schön, muss ich sagen. Da stehe ich jetzt nicht so wirklich drauf und deswegen kriegt das Ding von mir auch nur 4 von 10. Der Flower Print hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 2 Votes, 3 Reminders für 300 V-Bucks. Aber jetzt kommen wir zu ihr, zum doppelten Spiel. Guckt euch das an. Ja, die passt doch perfekt zu meinem Piraten. Da hat sie eine Piratenklappe. Guck mal, schönes Blümsche in den Haaren. Hier auch ein Totenkopf. Ist mega cool. Wirklich mega cool. Dass das da hinten ist, eine Muschel, so wie das aussieht. Eine Muschel auch wieder mit Blümsche drauf. Die Schuhe sind etwas stylisch, zehenfrei. Also hier hat sie dann noch mal eine Pistole in einem Halfter am Bein, oben noch mal ein Wurfmesser am rechten Arm. Ja, wie gesagt, schaut euch das Gameplay an. Ich habe meine große Liebe gefunden, das doppelte Spiel hier. Aber die hat sich ganz schön gewehrt, muss ich sagen. Ganz schön zickig gewesen. Zum Schluss habe ich es aber dann, glaube ich, doch rumgekriegt hier. Doppeltes Spiel, Pirat und doppeltes Spiel im Gameplay. Ja, schauen wir gleich mal rein. Und hier haben wir sogar noch mal ein richtiges schönes Gameplay von ihr. So, mein Schätz hier im Gameplay. Was war das jetzt? Was habe ich schon eingestellt? Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, konnte sich noch fangen. Sie konnte sich noch fangen. Da läuft sie. Da wird gekämpft. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh nein, da kann sie sich immer nochmal fangen. Soll ich jetzt mal gucken? Nein! Schon wieder tot. Was macht sie denn? Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Also, ja. Nein!